Hallo meine lieben Freunde, bei einer neuen Folge von The Walking Dead Survival Instinct heiße ich euch natürlich wie immer willkommen. Wir heben noch ein bisschen Geld ab am Automaten. Aber das geht anscheinend nicht und vor allen Dingen, was nützt uns das Geld? Damit können wir die Zombies bewerfen, bis sie bluten. Aber ich glaube, dafür nehme ich lieber ein solides Eisenrohr. Gesperrt. Gesperrt ist schlecht. Warum ist das gesperrt? Ich dachte, das ist ein Kino. Das Kino hat doch hoffentlich geöffnet. Ich will einen Film sehen. Hey, Mia! Ich bin kein Zombie. Na, die rennt noch weg und wird gebissen bestimmt vor lauter Panik. Ist hier noch irgendwas? Filmrollen. Sehr gut. Get away from me, you asshole! I ain't the asshole you're worried about. Who are you then? I'm a different one. See? Not me. The scout asked me to come looking in on you. You know Scout? She sent you? Yeah, she's across the street, in that diner. Oh, thank God. I thought the shooter... Every time I put my head out, he's all over me. I lost all my gear, so I'm pretty much trapped. The theater's locked up tight since they started loading corpses in there. Exit's blocked, and there's a bunch of them. There's a half ladder down. Clear the way and I can get out, and back to Scout. Let's do it. Gotta get over to the police station and get my brother anyway. The police station? But that's where that killer is set up. You think your brother's even alive? Yeah, I got my suspicions. Er hat so den Verdacht, dass sein Bruder wahrscheinlich der Killer ist, oder? Wie viele sind's denn? Wenn ich jetzt schieße, kommen die dann alle hierher? Wahrscheinlich schon. Es sind schon einige, ne? Huch, jetzt bin ich wieder hochgeklettert. Wollte ich das? Eigentlich nicht. Wollte ich doch runter. Vielleicht kann ich den, die ein oder andere lautlos ausschalten. Bevor sie mich entdecken. Ach, scheiße, jetzt dreht sie sich um. Wieso drehen die sich eigentlich immer um, genau in dem Moment, wenn ich sie abmurksen will von hinten? Wie ein Silent Assassin. Ihr habt nichts gesehen. Es war niemand hier und hat keiner einen von euch umgebracht. Einer hat einen Zombie getötet. Nein, niemand. Wirklich niemand hat einen Zombie getötet. Oh, der nächste. Bist du hübsch? Eieiei. Bäh. So, wie viele haben wir denn noch von den Typen hier? Pistolenmunition, immer gut. Ah, einer hat mich bemerkt. Wir müssen sie quasi einzeln versuchen, ein bisschen anzulocken. Dass nicht alle auf einmal kommen. So, wie viel haben wir denn noch? Zwei oder drei, ne? Da läuft einer im Kreis. Such! Hasso, such! Komm schon, hier ist dein Knochen. Dein Eisenknochen. Kriegst du gleich. Da ist er. Ja, braver Hund. Braver Zombie. Bist ein feiner. Feiner Untoter. Jo, kommst du her? Kommst du her? Bist du ein feiner. So. Denke mal, das könnte es fast gewesen sein. Beseitigen Sie die Trümmer. Ja, klar. Beseitige, beseitige. So, Trümmer beseitigt. Ist dann jetzt auch unsere Freundin hier glücklich damit? Ups. Ah, ich komme nicht durch. Mist. Jetzt muss ich nochmal kurz hoch und vielleicht ihr sagen, ich habe hier alles zur Seite geschafft. Achso, ich komme nicht mehr hoch, oder?
Doch. Ist sie jetzt weg? Natürlich ist sie jetzt weg. No, no more room. Wieso ist denn. Wieso habe ich keinen Platz mehr? Ich habe doch diese komischen Survival-Pakete auch gefressen. Ah. Also manchmal verstehe ich das auch nicht. Ich brauche einen größeren Rucksack wahrscheinlich einfach. Oh, was haben wir denn hier noch? Schrotflintenmunition. Sehr gut. So, wo ist denn das Polizeihauptquartier hier? Erstmal das Licht ausmachen, das ist vielleicht sonst ein bisschen auffällig. Hat's jemand gesehen? Ja, er hier. Es soll keine Zeugen geben, wie ich hier Zombies umgebracht habe, sonst komme ich vor das Zombie-Gericht. Kommen wir von hinten ans Polizeihauptquartier ran. Ach, noch mehr Zombies. Wer hätte das geahnt? Ein Zombiespiel mit Zombies. Ha, wer hätte gedacht, dass es da Zombies gibt? Und vor allen Dingen, dass die von hinten kommen. Hallo, ich schalte nur kurz deinen Freund aus und dann kümmere ich mich um dich. Hey, ich habe gerade hier mit deinen Kollegen gesprochen. Die waren nicht so freundlich, aber du auch nicht. Okay. Gut, dann ebenso. Okay, super. Wir sind im Polizeihauptquartier, sozusagen. Wenn man das so möchte. Also nur Freaks hier. Also die Polizei, die heutzutage sieht auch nicht mehr gut aus. Keine Uniform mehr, ungepflegt, nicht rasiert. Dixon! Hey Merle! Ich höre dich, ich sehe dich aber nicht. Ach, come on. Wir willst du damit beeindrucken, hä? Mit deinem Zombie-Gehabe. Ich bin ein cooler Zombie. Offices. Ah, scheiße, ist noch so eine coole Gang-Tussi ohne Arm. Die muss erstmal den Blutverlust wahrscheinlich ausgleichen, den sie so erlitten hat. Ach, kack, da ist noch einer. Where's the king of the monsters? Wer ist hier jetzt der King of Monsters? Ich bin jetzt hier der King of Monsters. Jetzt muss ich nochmal so eine Verpflegungsration essen. Oh, man, I need that. Sieht nämlich schlecht aus gerade. Mit Gesundheit. Ach, come on. Warum fehlt denn eigentlich allen ein Arm? Gibt es nicht auch Zombies mit zwei Armen oder nur mit null Armen? Irgendwie fehlt denen immer allen ein Arm. Die haben sich wahrscheinlich gegenseitig angeknabbert oder so. Leibniz, der erste Zombie-Keks, den man auch so knabbern kann. Liegt einer. Ah, sehe tote Menschen. Und das sind auch Zombies. Ah, wenigstens gibt es ein bisschen Munition hier im Polizeihauptquartier. Also kann man sich jetzt nicht drüber beschweren. Hey, ich suche Merle. Hast du Merle gesehen? Wahrscheinlich Merle nicht gesehen. Hat leider nichts dazu sagen können. Hier ist nichts. Was ist das hier? Leuchtfeuer. Brauche ich Leuchtfeuer? Na, eigentlich nicht. Ist nicht zwingend erforderlich. Hier kommt man nicht durch. Treppenhaus. Okay, da gehen wir nachher nochmal hoch. Ah, hier ist vielleicht Merle im Knast. Natural Habitat. Ja, von dem Zombie ist es wahrscheinlich auch der natürliche Lebensraum. Merle, oh man, you crazy son of a bitch. Where did you get off to from here? Ich würde mal sagen, aufs Dach und schießt von da auf alles, was sich bewegt. Ist nur so eine Vermutung.
Scheiße, der steht auf. Wärst du doch einfach liegen geblieben. Penner, ey. Ach, dass die nicht einfach mal so tot sein können. Komplett. Immer wieder auferstehen müssen. My brother, the asshole psycho shooter. Also er wird wahrscheinlich oben auf dem Dach sein, gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Ich überlege gerade, ob ich nochmal auf der zweiten Etage kurz versuche rumzuhuschen und einfach mal zu schauen, ob es da noch Lebensmittelvorräte oder sowas gibt, weil Vorräte haben wir jetzt... Ach, scheiße, gesperrt. Das hätte ich mir sparen können. Vorräte haben wir jetzt gar nicht gefunden, nur aufgebraucht haben wir mal welche. Oh no! Not get up, are we? No, no, no! You're never gonna take me back there! Oh, come on, Merle! It's me! Merle! What's lower than impersonating a man's long-lost baby brother? You're just trying to gain false entry. That's what you're doing. Damn it, Merle. I'm just gonna leave you here. Keep your pants on, sweetheart. I locked this place down pretty good. Them people locked me up for days in the dark with all them abominations. But looky who's just a little bit too smart for them. Bro, you're stir-fried from the sun and the booze and whatever else you've been into. I do feel a little warm now that you mention it. I sprang myself, see? Established my little sniper's nest right here. And then I commenced sending them soldiers a-packing. I rang the alarms, calling in the abomination. Man, those aren't soldiers down there. Just some scavengers trying to help people out. They don't even know who you are. They're in uniform, ain't they? And they came to take me back to the hole. I'm not going anywhere but Jake's, and that's where you're gonna take me. Come on. Let's go, you ape. Guess I gotta lug your thick ass back across town. Man, you must be running over 106. My chair! Yeah, it'll be here when you come back. Mein Stuhl! Ah, Mia ist der Gruppe beigetreten. Nice. Was ist denn mit meinem anderen Überlebenden passiert, den ich hier mitgenommen habe und meinem Bruder? Hallo? Wo ist der andere hin? Ist der tot? Naja, wir nehmen sie mal mit. Ist immer ziemlich nützlich. Und den Schlüssel zu der Limousine habe ich auch nicht gefunden, ne? Komisch. Da hätte ich wahrscheinlich nicht so schnell zum Polizeirevier gehen sollen, sondern lieber nochmal andere Sachen gucken. Ja, geht ja nicht anders. Muss ja wohl, ne? Oakview. Okay, Nacht oder Nacht? Einmal Forschungsgruppe und einmal Cherokee Hills Sägewerk. Wofür entscheiden wir uns denn mal? Wollen wir unsere Finger im Sägewerk lassen oder wollen wir unser Gehirn der Wissenschaft spenden? Im Dienste der Wissenschaft werde ich jetzt dorthin versuchen zu kommen. Oh, wir verbrauchen ganz schön viel Benzin, wenn wir da hinfahren. Ja, müssen wir wohl über die Hauptstraßen fahren. Sonst kommen wir da nicht mehr weiter hier. Vor Ihnen befindet sich ein Diner, wo es vielleicht Vorräte gibt. Ja, dann gehen wir mal zum Diner. Gucken, ob es da vielleicht einen Vorrat gibt. Ich wollte nicht weiterfahren, ich wollte ins Diner gehen. Hallo? Ich hatte doch... Ach so, ich habe weiterfahren. Aha, ich bin doof. Na, dann gehen wir mal in die Werkstatt. Vielleicht haben wir hier auch Vorräte irgendwo. Ein bisschen Treibstoff wäre natürlich super. Hey, Dude!
Alles okay? Ich sehe noch kein Benzin irgendwo. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, hier vielleicht ein Spritzerchen, ein kleines Tröpfchen Benzin zu erhaschen. Aber es sieht nicht ganz... Ah, doch, hier. Ich würde sagen, es sieht nicht ganz danach aus, aber anscheinend gab es doch ein bisschen Benzin. Und was natürlich noch super wäre, Lebensmittelvorräte. Hey, Zombie. Can make it better. Da, 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 da. Und ins Gehirn wird gestochen. Oder so. Ich sehe euch, ich sehe euch. Habe ich jetzt eigentlich auch Myrrh mitgenommen oder habe ich Myrrh nicht mitgenommen? So richtig als Überlebender tauchte er hier gar nicht mit auf. Wo ich mich jetzt halt frage, was haben wir denn mit ihm gemacht? Er muss ja auch im Auto sitzen. Das heißt, es wäre ja auch ein Platz durch ihn schon belegt. Oder haben wir ihn jetzt einfach in der Stadt gelassen? Mit den Zombies. Ich meine, er kommt schon klar. Ach Mist. Wie krank sieht er denn aus? Wie krank sieht er denn aus? Boah. Widerlich. So. Ich hoffe mal, ich muss jetzt nicht meine ganzen Lebensmittelvorräte verbrauchen. Denn ich suche ja eigentlich Vorräte. Glasflasche. Ach, pff. Wer braucht ein bisschen eine Glasflasche? Na, noch mehr Zombies. Das kann man nicht aufmachen. Okay. Da ist gesperrt. Kommen wir nicht hin. Wir haben noch eine Art Schuppen oder sowas. Munition, Glasflasche. Ja, und ein Verfolger-Zombie. Immer diese Stalker hier. Meine Fresse. Ah, Versorgungsration. Sehr schön. Ah, und du, wie geht's dir so? Ach, hast deinen Arm verloren? Suchst du den? Ja, ich habe meinen Bruder letztens verloren, weißt du? Den habe ich auch gesucht, den habe ich gefunden. Ja, ich habe Hoffnung, dass du deinen Arm auch wieder findest. Das sieht nach Benzin aus. Die Tür kann ich nicht aufmachen. Ist halt die Frage, ob man diese Trailertüren aufmachen kann oder ob ich mich da nur unnötig in Gefahr begebe, wenn ich da versuche, diese Dinger aufzukriegen. Boah, ist das widerlich. Das hört sich immer so an, als wäre hinter mir noch einer. Ah, scheiße, jetzt hat er mich doch gesehen. Er wollte sich gerade umdrehen. Bisschen Munition ist immer gut. Also die Trailertüren kann man wahrscheinlich nicht öffnen. Ich hasse Autosaves in Spielen, dass die sich selber speichern und man keinen Speicherpunkt direkt festlegen kann, wo man das selber möchte, weil dann hätten wir dieses Myrrh-Level einfach nochmal durchgespielt und dann nochmal nach dem Schlüssel von dem Auto und so gesucht. Ja, ist aber nur eine Versorgungsration. Ist ein bisschen lepperig. Möchte ich mal behaupten. Hallo, tschüss. Ich
bin auf der Durchreise. Versucht nicht, mich aufzuhalten. Tschüssi. Na gut, weiter geht's. Auf Richtung Süden. Merle, man, I gotta tell you something. Something happened, bro. I got it. Full bore, flesh-eating apocalypse. Yeah. Yeah, but we were up at Jess's camp house when the eaters came down on us. We never heard anything about them. They tore us up. Jess and me, we were the only ones to get out. Where's the old man? He was up at the camp house, too. He didn't make it, bro. He did? The old man's dead? You let the abominations get him? Did he turn into one? Did you let that happen too? No, we gave him mercy. What'd he say? What did he say? He said, tell Merle I'm proud of him. Merle? What'd he really say? Ja, jetzt sind wir endlich beim Forschungslabor angekommen. Und was uns da genau erwartet, das, meine lieben Freunde, ja, ihr habt es genau erraten, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Mehr tote Zombies, oder besser gesagt, mehr lebende Zombies, die dann zu toten Zombies werden, wenn wir sie mit unserem schönen Eisen-Dingsbums-Brechstangen-Teil bearbeiten. Also, bis dahin. Tschüss. Folgt er uns? Oh, das wird dunkel. Scheiße, das wird dunkel. Fuck. Ah!